Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, wie ich mitbekommen habe, dass ich kurz vor der Delogierung stehe. Während der Corona-Zeit habe ich meine Ausbildung zur Nageldesignerin selbst finanziert und auch abgeschlossen. Ich bin derzeit arbeitssuchend. Mein Name ist Irene, alleinerziehende Mutter von 5 Kindern und kämpfe jeden Tag aufs Neue. Ich habe mir rundherum Geld ausborgen müssen, damit zumindest der Lebensbedarf gedeckt ist. Die Caritas hat mir die Stromrechnung übernommen von 314 Euro, dass eben der Strom nicht abgesperrt wird. Damit haben sie mir geholfen. Das war schon sehr viel, muss ich sagen. Ein Lichtblick, dass ich weitermache, ist, ich mache es für meine Kinder. Ich habe einen Traum, ich möchte mein eigenes Nagelstudio irgendwann haben. Und für das kämpfe ich. Jeden Tag aufs Neue.